Es gibt eine Naturarznei, die kann man in keiner Apotheke und in keinem Reformhaus kaufen. Es ist die heilende Kraft unserer Hände. Man kann das oft beobachten. Eine Mutter legt dem kranken Kind die Hand auf den Kopf, streichelt den Kopf, massiert den Körper und schon fühlt sich der kleine Patient wohl. Man kann aber auch selbst mit den eigenen Händen einiges mit Massage erreichen. Bei Magenschmerzen massiert man den Bauch, bei leichten Kopfschmerzen massiert man den Nacken. Und wenn man sich morgens nicht fit fühlt, massiert man sich mit einer weichen Borstenbürste unter der heißen Dusche und schon hat man neue Kraft für den Tag. Wenn es aber darum geht, Rückenbeschwerden oder starke Verspannungen zu bekämpfen, dann sollte man eine medizinische Massage nützen. Dazu braucht man unter Umständen gar keinen Masseur, denn es gibt heute interessante, moderne Massagegeräte. Rückenschmerzen sind eine Volkskrankheit und viele, die darunter leiden, greifen einfach, ohne mit dem Arzt gesprochen zu haben, zu Schmerztabletten. Dabei gibt es viele andere Möglichkeiten, das wäre also gar nicht notwendig. Es gibt viele Möglichkeiten auf dem Gebiet der Massage. Und zu diesem Thema habe ich jetzt einen Experten zu mir ins Studio eingeladen. Es ist Dr. Roland Stutz. Er ist Diplom-Sportwissenschaftler, ist Vorstand des Instituts Impla und des Gesundheitszentrums Meditug in Frankfurt. Herr Doktor, warum sind Rückenschmerzen in unserer Gesellschaft so verbreitet? Wo liegen die Ursachen? Es sind vielfältige Ursachen. Der Hauptpunkt liegt an der mangelnden Bewegung. Wenn man sich vor Augen hält, dass man vor 100 Jahren noch 20 Kilometer pro Tag zurückgelegt hat und heute nur noch 1,5 Kilometer, dann ist es ein drastischer Rückgang der Bewegung. Und das, was wir heute machen, ist im Prinzip uns im Bewegungssystem Menschen, in dem wir ja leben, dass wir dem nicht nachkommen, indem wir uns nicht mehr bewegen. Herr Doktor, können sich aus unbehandelten Rückenschmerzen weitere schwere Krankheitsbilder ergeben? Ja, leider. Ganz massive sogar. Es fängt an mit Verspannungen. Es setzt sich fort mit Durchblutungsstörungen bis hin zu Auswirkungen im Stoffwechsel. Stoffwechselreaktionen finden nicht mehr so statt, wie man das gewohnt ist. Das Lymphsystem ist nicht mehr in Gang. Und letztendlich sind die Folgen Stress, Immunschwäche, Müdigkeit. Die Krankenkassen und die finanziellen Rahmenbedingungen lassen dies ja nicht mehr zu, dass man sich in regelmäßige Behandlung begibt. Massieren zum Beispiel, ne? Das wäre etwas. Medizinische Massagen. Medizinische Massagen durchführen lassen, das ist zu teuer. Mhm. Die Quintessenz muss die sein, dass wir, wie beim Zähneputzen, täglich sagen, wir müssen täglich auch unseren Körper pflegen. Wir sollten täglich eine Massage haben und sollten das, wenn es schon nicht personell geht, zumindest mal in Geräteform umbauen lassen. Gibt es da entsprechende wirksame Geräte, Massagegeräte? Ja, wir sprechen von einem Gerät, das nachgewiesenermaßen vom Deutschen Sportbund empfohlen wird, von dem Bundesverband Deutscher Apotheker, von dem Deutschen Skiverband und vielen, vielen Institutionen, die alle nachgewiesenermaßen überzeugt sind von der Wirkung. Wie wirkt jetzt so eine Massageliege? Was passiert im Körper, wenn ich da drauf liege und mich verwöhnen lasse? Genau die Mechanismen, die wichtig sind, um Rückenbeschwerden zu lindern. Einmal die Durchblutungsförderung, einmal die Entspannung der Muskulatur, allein die Lageänderung in der Kombination mit den vielen Wirkmechanismen helfen, die Verspannung zu lösen. Mittlerweile ist man in Kenntnis vieler Frequenzspektren, die man alle jetzt in einem neuartigen, patentierten Verfahren einbringt, um die Wirkung noch zu potenzieren. Herzlichen Dank, Dr. Roland Stutz. Vielen Dank für die Einladung.